So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde PUBG. Ja, heute seht ihr nicht wirklich viel von mir, das kann ich aber vorausnehmen. Also ich werde relativ früh sogar sterben. Dafür endet Silverhawks Runde aber deutlich besser. Ich habe zusammen mit Silverhawk, also Tobi, ein Ründchen PlayerUnknown's Battlegrounds gespielt und ja, genießt es. Ich habe es gefeiert zum Schluss und Tobi hat da wirklich alles weggerockt. Aber das seht ihr dann selber. Viel Spaß. So, wie sieht's aus? Ich sehe keinen. Ein, eventuell. Jo. Alter, was ist denn das für ein Wind? Hinter dir direkt? Hier ist noch einer gelandet. Ja, die wollen mich. Ja, Problem ist, ich habe nichts an Waffen. Ah, ich kann mich schon mal bandagieren. Nichts an Waffen. Ich habe eine G18. Eingetötet. Der ist aus dem Fenster gesprungen. Lauf. Keine Muni mehr. Ich hatte einen Schuss noch. Der hebt seinen Kumpel jetzt auf. Ist der im Haus, der Kumpel? Nee, der war draußen. Hinter. Jo, der hat auf jeden Fall Pilz. Ja, ich komme jetzt wieder. Ich habe Muni gefunden. Wurdest du Er kriegt gehittet? Panik. Nee, er kriegt Panik. Hinten die Tür ist offen. Wenn du da bist, sag Bescheid, dann gehe ich mal vorne rein. Hab ihn. Sehr schön. Gar nicht erst nachgeguckt, was der hat. Der ist oben im Haus. In der Küche. Oder eher gesagt in diesem komischen Wohnbereich. Hast du jetzt nur einen umgebracht, oder? Ne, zwei. Aber ich weiß nicht, wieso ich auf zwei angerechnet bekommen habe. War der jetzt? Ich habe doch hier in das Fenster reingeballert. Ich glaube, ich habe in das. Jo, hier ist er. In dem Haus, wo ich drin war. Ich guck gleich von hinten noch ankommen mit der Glock. Jo, ich bleib hier erstmal noch stehen. Aber warte, ich kann einfach die Schrotflinte durchladen. Ich gehe noch nicht rein, sag Bescheid. Ach, das Haus meinst du? Jupp, der ist noch oben. Achtung, der hat eine Granate gekocht. Wir haben auch direkt einen Drop neben uns. Wow. Was ein Held. Bleibst du außen? Ich bleibe außen, ja. Dann gehe ich nach rein.
Wie? Was? Oha. Wo? Du musst hier drinnen an der Treppe sein. Kommst du kurz rein, aufheben, oder? Da ist noch ein Auto angekommen, ne? Er kommt. Jo, sind wir nach oben. Hab ihn. Hat er irgendwas Tolles? Schalldämpfer für eine AK oder sowas. Hat er Verbände? Nein. Ich kann den Energy Drink anbieten, den ich eben gefunden habe. Hm. Nur wenn es sein muss, ich gehe noch die anderen Häuser looten. Oh, rote Zone. Okay, hier ist auf jeden Fall einer rein. Da kann ich drin gewesen sein. Kann es sein, dass hier keine Verbände mehr rumliegen? Nee. Kurz verhalten. Komm mal her. Guck mal hier. Da kann ich ja was machen. Danke. Ich würde jetzt gerne wissen, wo der Drop runtergegangen ist, genau. Du hast gesagt, der ist hier direkt neben dran gewesen. Ja, ja, ich sehe ihn. Wo? Direkt geradeaus vor unserer Nase. Ah. Nennt man denn ein Auto? Ja, wurde von der Bombenzone getroffen. Hast du Energy genommen? Nee, nee. Ich gehe jetzt erstmal nach den Häusern gucken. Hier war einer drin, der ist leer. Dann war das Auto eben. Oder ist man zu weit, was ich gehört hatte? Da steht ein UAZ. Mit dem UAZ kannst du ja vorbeikommen, wenn du möchtest. Ja, ich versuch's. Witzigerweise habe ich das in der zweiten Energy gefunden. Kommt ein Auto? Achso, das bist du. Nein, das bin ich nicht. Das ist. Das ist da ein Buggy mit zwei Leuten drauf. Fuck, Mann. Sind die bei dir gehalten? Jupp. Die Kamera ist erstes bei mir ins Haus. Gehen hier außen vorbei. Surrounden mich. Ich versuch gleich zu dir kommen. Hast du die Killcam angeguckt? Nein, ich guck mir gerade an, wie du zu mir kommst. Ja, ich hab's nicht schneller geschafft. Ich war irgendwo da hinten.
Ja, einen hätte ich noch ausknocken können, danach wäre eh vorbei gewesen, von daher. Einer ist an der Tür, einer an meiner Leiche. Ja, gesehen. Einer im Fenster. Wir können auch hinten rausgehen, ne? Wieder Hit and Run, ich habe nämlich nicht allzu viel Munition. Vor dir, was? Wo war der denn? Den habe ich vorher nicht gesehen. Kannst du noch nachladen? Hast du noch Munition? Nein. Sauber. Jetzt krabbeln die eh hinter dem Baum und dann rettest du den. Wenn du willst, kannst du rum. Hast du auf jeden Fall nochmal getroffen. Ich würde rum. Den Schuss noch. Und eine Schrotflinte. Der hat zwei Leichen looten können. Ja, jetzt würde ich nicht mehr hinrennen. Ja, der hat ihn jetzt wiederbelebt, mit Sicherheit. Ja, das ist mir schon klar. Aber die warten, erwarten jetzt nicht, dass ich nochmal kämpfen komme. Nein, werden selber nicht kämpfen. Gehen zum Auto. Lass da Muni drin liegen. Ah, falsche Muni. Soll ich risken? Bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? Da ist auf jeden Fall noch einer drin. Meinst du? Ich hätte den Griff ins Klo mitgenommen. Wieder so ein schlechter Wortwitz. Gerade ein Step gehört, oder habe ich mich verhört?
Ich meine, viele Türen haben sie nicht offen lassen. Also, aufgelassen, ne? Welcher Muni? So, wo habe ich noch Holz? Geradeaus versuche ich mal die. Alle, die jetzt gerade noch zuschauen, es tut mir leid für dieses langweilige Gameplay. Sag mal, hast du Ich rede eigentlich mit deinen Zuschauern. Verbände? Nein. Ach, da fällt mir ein, ich habe einen Energy Drink gefunden. Warum ist das plötzlich so eine Rarität, Verbände? Also, hast du sonst in jedem Haus gehabt? Weil die Häuser sind schon gelootet, ne? Ja, ich hab's gesehen. Wahrscheinlich ist vielleicht noch links ein bisschen Lücke, aber. Rechts, glaube ich, weniger. Die waren ja alle sowieso nicht sehr präzise, ne? Sonst hätten sie Energies mitgenommen und. Ja. Sowas. Ja, man braucht halt erstmal ein bisschen Startzeug und der Rest kommt eh. Okay, die scheinen präzise gewesen zu sein. Was liefern die sich? Ein Sandrennen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Hier waren sie jetzt etwas genauer mit dem Looten. Ein Banta-Rennen. Ein Bunto-Rennen? Jo, ja, mit Podracern. Mache Dude Steve. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht. Dann sehen wir uns die Tage. Wird jetzt eh wieder nur, langweilig. Genau. LS im Desktop-Modus. Weiter eine Karte basteln. Zum Krempel. Dennis, wenn ich aus der Runde noch irgendwas raushole, ne, fresse ich einen Besen. Wieso sind die in den Häusern, wo es für mich wichtig ist, etwas präziser mit dem Looten? Die Pumpers liegen lassen, oder? Nein, ich habe gegen UMP getauscht. Ja, Pumpe gegen UMP, meine ich ja. Der fährt doch nicht etwa. Natürlich nicht, wäre zu schön gewesen. Musst du weit laufen? Was geht eigentlich? Ja, halb. Scheiße. Zuschauen ist kacke. Ich höre die ganze Zeit Schritte. Die nicht vom Gegner sind. Ja. Das Motorrad? Oder was? No. Das war ein Versuch wert. Ich habe auf jeden Fall zweimal getroffen. Du hättest auch einfach zum Motorrad jetzt laufen können. Fertig. Aber dann bleibt mir der Spaß erspart, Pochinki zu looten. Ja, dafür wirst du keine Zeit haben. Ja, ist wohl leider wahr. Du bist ja sogar noch hinter Pochinki. Und die Zone wird wehtun, ne?
Ich sag mal so, kann auch für dich schneller nur vom Vorteil sein, wenn es etwas schneller zu Ende ist. Ich würde jetzt lachen, wenn an dem Loot keiner dran war. Die ist ja relativ fix, die Zone. Ja, eigentlich war das ja die letzte Runde jetzt, ne? Deswegen wäre es egal gewesen. Da ist ein Auto. Gebaitet. Eindeutig gebaitet. Weißt du, es gibt einfach Sachen, die sind toll an dem Game, ne? Es gibt einfach Sachen, die sind totale Kacke. Dass so ein Sitz von einem Buggy ein paar Schuss abhält, ist halt schon sehr, sehr nice. Dass die Hitboxen voll für den Arsch sind teilweise, ist halt nicht so nice. Ach, scheiße, das. Da was drin war. Ich würde mal tippen, da ist noch was drin. No risk, no fun. Naja, nur dass du dann halt zur Schule musst, ne? Muss ich so oder so? What? Eine DP-28. Alter, such dir Medic-Zeug. War der Plan. Direkt runter nächstes Haus. Das Haus kann ich noch und dann muss ich weiter. Eine M416. Ja, dafür lege ich sogar die DP. Halt, halt, halt. Die DP weg. Willst du nicht nachlooten? Du Guck mal überlebst auf die das doch Z nicht. Überlebe ich so oder so nicht. Weil die Zone ist jetzt verdammt fix und ich verdammt langsam und nix mehr dick. Und das wäre jetzt ein Wunderstück, wenn ich jetzt hier links in der Halle direkt erstmal ein First Aid Kit sehen würde. Genau das war auch jetzt mein Gedanke. Hast du echt noch einen zweiten Schalli? Nein, das ist der erste noch. Oder hast du mir noch einen gegeben? Habe ich nachträglich gefunden. Den hier. Krass. Hast du echt zwei? Der hilft nur an der Schule verstecken zwischen den Mauern oder so, ey. Oder wenn man ganz deppert ist.
Daumen drücken, dass jetzt hier irgendwo ein Medic liegt. Die waren dann keine Medic-Zeugsachen hier. Sehr schön. Halt dich versteckt. Alter, ist das assi, ey. Das Schlimme ist, das Kill ist immer schneller, ne? Den Kill kriegst du. Er steht wieder. Einfach drauf brezeln. Was? What? Ich frech ab, Mann. Das haben die ja echt scheiße gemacht, wa? Da komme ich sowas von nicht drauf klar, ey. Kein First Aids. Nein, nur Painkiller und Energy. Dann zieh dir noch was rein. Auch keine Bandagen? Doch, Bandagen auch, aber ich muss irgendwie erstmal. Alter, das war da jetzt echt scheiße von denen, oder? Schön die Häuser aussitzen. Ich hab 6 Kills. Links. Aber es kann wieder sein, Soundbug. Wenn du die jetzt nicht hörst. Ich würde sagen, hinter dir links. Die haben einen Berg, auf jeden Fall hatten sie gekämpft, aber rechts von dir quasi. Da läuft auch einer, hast du gesehen? Auf der Wiese da links. Hat sich hingelegt. Jetzt gerade gar nichts. Geh mal mit der Kamera nach unten. Von dem Stein aus, rechts daneben. Jetzt kommt die Zone, siehst du? Ja. Aha. Die Zone kommt zu dir. Da hinten ist noch einer. Und da oben am Berg. Rechts von dir sind die? Das sind die letzten. Links auf dem Berg. Da war ein Mündungsfeuer. Siehst du das? Hinterm Baum? Rechts von der Krone? Ja. Genau. Ja, noch ein bisschen höher. Ja. Ja, ein bisschen tiefer jetzt, ja. Egal. Da ist noch einer. Da. Du kannst rechts an der Mauer entlang und die von Winden wegholen. Und dann wieder zurückziehen. Ich komme hier gar nicht raus, ich muss hier. Hätte mich gewundert, wenn ich damit gekillt hätte. Das war auf jeden Fall daneben. Er wird wahrscheinlich Richtung Mates-Zone wahrscheinlich runtergehen. Da, wo du den Typen gekillt hast, der wird auf jeden Fall runtergehen. Ja, kann ich das. Ist ein Baum.
Ja, den sehe ich schon. Sehr schön. Alter Verwalter. Bist du noch mit so oder bist du? Wo ist der letzte? Mehr links, der ist nach links. Bleib hinter der Mauer! Ich hab's festgesteckt. Sehr schön, Alter! Abräumer hier! Das habe ich mir gescreenshottet. Neun Mann? 10. Alter! Ich hab grad Herzrasen. Was eine letzte Runde, ey. Alter! Was war das für eine Runde? Aber da hat keiner mehr auf dich geachtet. Hammer! Du nimmst deine Streams automatisch auf, oder? Ja. Die Runde, die müssen wir hochladen. Als YouTube-Video? Ja. Dass ich direkt am Anfang sterbe, blenden wir dann einfach mal aus. Durch einen tragischen Unfall müssen wir hier leider zuschauen. Ich bin platt. Scheiße, wo ist mein Besen? Also ich muss noch einen Nachtrag setzen, ne? Du bist ja noch da. Ja, danke. Also eigentlich gebührt der Ruhm hier, ne? Silverhawk. Aber ich muss noch einen Nachtrag setzen. Alles, was ich eben gesagt habe, ich nehme es zurück.